Diese Buchstaben bilden schockierende Sätze. Nachts kleben Frauen und Mädchen ihre Botschaften an die Wände französischer Großstädte, um Gewalt gegen Frauen zu verurteilen. Diese jungen Aktivistinnen, meist Studentinnen, wollen etwas bewirken. Das Ziel ist es, über Feminizide zu informieren. Wir tun dies, um ermordete Frauen zu ehren, damit sich alle weiblichen Opfer von Gewalt zu Wort melden und sich unterstützt fühlen. Anfang September hat die französische Regierung eine dreimonatige öffentliche Befragung zum Thema häusliche Gewalt ins Leben gerufen. Diese roten Punkte stehen für die mehr als 130 Frauen, die seit Januar von ihren Partnern in Frankreich getötet wurden. Eine alle zwei Tage. In diesem Krankenhaus in Saint-Étienne beschäftigt sich der Psychiater und Gerichtsmediziner Michel Dubot mit Verletzungen und mit dem Tod von Opfern häuslicher Gewalt. Karine ist Patientin von Michel Dubot. Sie litt 4 Jahre lang unter Gewalt. Ende 2018, einige Monate nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit ihrem Partner, reichte sie eine Klage ein. Um 5 Uhr morgens stürzte er sich im Kinderzimmer auf mich, zog an meinen Haaren, warf mich auf den Couchtisch und dann auf die Couch und würgte mich. Die Kinder, besonders die Älteren, schrien, er solle mich nicht töten. Die Idee der französischen Regierung ist, dass alle Übergriffe vom Krankenhaus gemeldet werden müssen. Es ist eine falsche, gute Idee. Es gibt für alles bestimmte Orte. Wir gehen zur Polizei, um uns zu beschweren. Wir gehen ins Krankenhaus, um gehört und behandelt zu werden. Und wir gehen zu einem Verein, um Solidarität zu finden. Alle drei Optionen sind wichtig. Eine weitere Maßnahme ist die Optimierung des Aufnahmeprozesses auf den Polizeirevieren. Opfer kritisieren, wie sie dort behandelt wurden und dass ihre Beschwerden folgenlos blieben. Ein Drittel der 2018 getöteten Frauen hatten zuvor eine Beschwerde bei der Polizei eingereicht. In allen Polizeischulen in Frankreich sind jetzt Opferhilfeverbände, Spezialisten, Gerichtsmediziner und Justizbehörden gemeinsam daran beteiligt, Polizeibeamte daran auszubilden, auf die Bedürfnisse dieser sehr spezifischen Opfer einzugehen. Je nach Bedrohung ist es oft notwendig, sehr schnell zu handeln, um Frauen zu schützen. Auf jeder Polizeidienststelle arbeitet ein für häusliche Gewalt verantwortlicher Polizist eng mit einem Sozialarbeiter zusammen. Im Jahr 2016 gab es 15% der Morde innerhalb der Ehe. 87% der Opfer waren Frauen, meistens weil ihr Partner eine Trennung ablehnte. Die Aufnahmezentren der Verbände verzeichnen einen Anstieg der Beschwerden um 20%. Die Gewalt nimmt nicht zu, sondern die Bereitschaft, darüber zu sprechen, dank der MeToo-Debatte. Sie hat einen spektakulären Fortschritt bei diesem sehr intimen und privaten Problem ermöglicht.